Kaspers Preis, Boxentüren auf für diese Europagruppe 2 Prüfung. So, die erste Frage, wer übernimmt die Spitze? Das ist diesmal nicht Dato. Kian zunächst einmal mit Windstoß an der Außenseite, dann Sunny Queen an der Seite von Kaspar, dann ist es innen Dato und zunächst einmal am Ende des Feldes galoppiert Nerium. So geht es an Ihnen vorbei an der Haupttribüne hier im Weidenpescher Park und Windstoß übernimmt nun die Spitze. Führt mit Miki Kadedu, das Tempo ist gut, vor Kian in zweiter Position. Dann ist es Dato als drittes Pferd, außen Kaspar in vierter Position und dann die beiden gemeinten Pferde laut Wettmarkt, innen Nerium und außen davon galoppiert dann Sunny Queen. So geht es durch den Scheibenstraßenbogen mittlerweile hindurch. In Richtung der Gegenseite exakt 1600 Meter noch zu galoppieren. Windstoß führt mit Miki Kadedu mit gut einer Länge Vorteil vor Kian. Innen Dennis Schürgen, außen davon dann die erste Röttgenfarbe Maxim Pecheur im Sattel von Kaspar. Innen dann Dato mit Enki Ganbat. Dann sehen wir Sunny Queen, Andra Stark und am Ende des Feldes da lauert Nerium auf seine Chance mit Burjan Mosabayev. Ja, in der Gegenseite drückt Dennis Schürgen so ein bisschen auf das Tempo mit Kian. Windstoß ist nach wie vor vorne, innen dann Dato, das ist die Dreiergruppe und dann Kaspar vor Sunny Queen und vor Nerium. Am Übergang sind die Kandidaten mittlerweile angekommen, gute 1000 Meter also noch zu absolvieren. Vorne ist es Windstoß, der marschiert in guter Haltung noch. Dann außen Kaspar, an der Innenseite davon ist es Dato, da musste Kian einen Stopp hinnehmen, da wurde es vielleicht ein bisschen eng. Nerium wurde deutlich näher herangeführt und Sunny Queen sucht sich dann so langsam auch eine Passage. Es geht in die Zielgerade jetzt hinein im Karl-Jaspers-Preis, 600 Meter sind es noch und vorne bekommt Windstoß sofort gesetzt. Innen von Nerium und außen von Kaspar und dann wird auch Sunny Queen jetzt näher herangeführt. Windstoß, Kaspar an der Außenseite, innen Nerium, Sunny Queen muss erstmal auf freie Passage beordert werden. Kaspar geht nach vorne mit Nerium an der Innenseite, Sunny Queen versucht nachzusetzen und dann ist es Windstoß. Nerium an der Innenseite mit der Kondition für den Steinitzer und für Peter Schürgen hat jetzt den Widerstand von Kaspar gebrochen. Nerium an der Innenseite ist vorne vor Kaspar, der läuft auch aus der Pause raus. Ein tolles Rennen, aber Nerium, das Ziel ist aufgegangen, der Plan ist aufgegangen. Nerium gewinnt den Karl-Jaspers-Preis leicht gegen Kaspar, gegen Sunny Queen. Dann war es Dato, dann war es Windstoß und dann war es Kian. Peter Schürgen hat es schon vor dem Grand Prix auf Galopp gesagt. Der Karl-Jaspers-Preis ist das Ziel von Nerium und der Plan ist aufgegangen. Verwandelt vom Champion Burjan Mosabayev.